Ja, grüezi Gott, liebe Freunde. Hallo. Wir sind wieder zurück im Action-Movie. Im Action-Movie. Action-Movie. I'll be back. I'll be back, genau. Wir sind back mit dem Atlas und mit der Peabody. Der tittenlosen Peabody. Was? Was? Genau, ich habe keine Titten, das stört mich voll. Ich bin so blank vorne rum, ich weiß. Aber du hast zumindest also ein so ein. Nee, gut, okay, das ist dein Portal-Ding, ist egal. Ja. Zumindest hast du einen blanken Arsch, das ist ja. Immerhin, dafür hast du einen schönen langen Rücken. Ja, das stimmt auch wiederum. Ja. Also, wir befinden uns gerade im Teamaufbau Level 5 von 6 und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier wieder reißen müssen. Weil, ja, GLaDOS ist natürlich. Ne, die. Bewaffnet oder beschießt uns schon echt mit ganz schönen knalligen Aufgaben. Und in der letzten Folge haben wir ja auch schon knallige Aufgaben lösen können. Mhm. Und ich sehe da hinten schon wieder so ein Laser-Umleite. Wollen wir mal gucken gehen? Mhm. Komm, wir pirschen uns mal ran. Genau, lass mal gucken, was da so am Bach ist. Genau. So. Knopf haben wir. Knopf macht hier oben, fällt ein Würfel runter. Sollte der hier irgendwie weg sein? Oha, das ist ja ganz schön. Oha, mit Suppe und allem drum und dran hier. Genau, oh ja, und mit bewegenden, sag ich mal, Plattformen. Siehst du die hier? Die hier oben, ja. Wenn du zu mir kommst und in die Richtung guckst, wo ich gerade hingucke. Ach da, ja. Das sind Plattformen, die sich bewegen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Laser, der hier, wir müssen den jetzt dahin einmal umleiten. Ja. Nee, Quatsch, erst hierhin. Moment, hier ist ja auch noch eine. Hier. Guckst du? Ja, ja, da wo du gerade stehst, genau. Und die also, wird wahrscheinlich hier irgendwie diese Maschinerie hoch bewegen. Und das ist nämlich diese Zitruspresse, wo du gerade stehst. Wenn du dir mal die Zacken da unten angucken möchtest. Genau. Das Ding tut bestimmt weh. Okay. Warte, ich nimm mal eben das Teil. Kollaborationspunkte. Wieso kriege ich jetzt wieder Punkte? Ich weiß es auch nicht. Sind die gut? Du kennst das Spiel doch schon. Nee, aber nicht das hier. Ach, pass mal auf. Ach so, du kennst Portal 1. Entschuldige bitte. Ja, genau. Dann gehe ich hier mal. Geh mal auf die Plattform. Ja. Bin ich? So, und jetzt gucke ich mal, dass ich den Cubic hier wegbewegt kriege. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich dich... Oh, jetzt geht die Plattform runter. Moment. Ja, macht nichts. Du musst jetzt einmal auf die andere Plattform kommen. Okay. Alles ja, klar. Kein Problem, das kriegt man hin. Da müsstest du vielleicht dann kurzfristig den Laser nochmal wegdrehen. Ja. Oder ich mache mir einfach vorher ein Portal. Warte, ist doch Blödsinn. Warte mal, bis die wieder oben ist. Genau, du machst dir dann auf dem gleichen Level, machst du dir ein Portal. Ja, nicht ganz auf dem gleichen Level, vielleicht ein bisschen weiter unten, ja, oder so. Okay, ich mach mal eben hier wieder. Jo. Achso, nee, hier ist er. Moment. Ja. Ja, ja, Moment. Ja, ja, ja. Genau. Okay. So, und dann jetzt hier. Es ist so geil, ich sehe das, was du machst durch den coole Nummer. Super. So, und dann jetzt, ich lasse dich eben hochfahren. Moment, ganz nach oben, ganz nach oben, ganz nach oben, ganz nach oben, weil wenn ich den jetzt wegdrehe, dann fährt er wieder runter. Das ist nicht gut. So, und jetzt gehe ich hier hin und mache hier ein Portal. Und jetzt kannst du dann da durch das Teil durchspringen. Das ist irre. Genau. Aha, jetzt bin ich hier hinten. Und jetzt, was jetzt? Jetzt wirst du da wahrscheinlich irgendwie ein Portal setzen müssen. Für mich. Ja, ich guck gerade, wo ich dir eins setzen kann. Ich guck mal gerade, ob wir hier noch irgendwie ein anderes haben. Ja, das ist ganz... Du musst einfach nur den Laser hinten auf diese Dings lenken, dass die Presse hochgeht und dann kannst du ein Portal nutzen. Da mache ich dir hier ein Portal. Peng. Mhm. Und hier. Mhm, und da muss ich ganz schnell rüberrennen, ne? Nee, wieso schnell rüberrennen? Genau, den dahin lenken. Es ist so cool mit dieser Ansicht von seinem Teamkameraden. Dann sieht man genau, was du jetzt machst. Das ist der Ich-Perspektive. So, jetzt renne ich mal eben schnell dahin. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist total der Hammer. Jetzt kannst du da ganz bequem durch und bist dann hier bei mir.
Hilfe. Geht nicht. Doch. Guten Tag. Ich hätte wohl da genauer ausführen müssen, dass Teamarbeit ein Konzept ist, bei dem mindestens zwei mit dem Ziel zusammenarbeiten, nicht völlig zu versagen. Haben wir doch nicht. Ja, genau, haben wir doch nicht, du blöde Kuh. Du virusverseuchter Computer, du. Genau. So, einmal Generalüberholung bitte. Ja. TÜV und ja. ASU. Hüfte auswechseln. Das ist so geil, die Animation, ne? Ja, wenn sie nicht ruckeln würde, gerade bei 11 Frames irgendwie. Oh oh. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Sondern aufs Fallen. Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Ich denke mal den Ausgang. Ach, da bist du. Guten Tag. Jetzt kannst du wieder auf Po gucken. Ja. Ach du Schande, was ist das denn jetzt hier? Was denn? Ja, ich weiß auch nicht, weil das ist... Guck mal, hier haben wir wieder so eine freie Wand. Was ist denn, wenn wir hier rumgehen? Mal gucken. Hier haben wir auch eine freie Wand. Hier ist Dunkeltuten. Okay, hier ist nix. Ja, perfekt, Tomat, ey. Guck mal, hier unten ist aber doch auch... Hier unten ist auch noch eine Plattform. Ach, da, ja. Mhm. Können wir da irgendwie was machen? Erstmal hinkommen. Nee, wa? Hier ist auch noch... Siehst du denn? Wo bist du denn gerade? Hilfe, hier hört ja einfach der Gang auf. Ich bin hier. Ja, genau. Und hier unten ist ja auch noch Plattform-Dings, ne? Was ist denn über dir? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, das weiß ich auch nicht so ganz. Diese komischen mechanischen Teile mal schon, ne? Mechanisch, genau. Aber ich glaube, wir müssen da fast irgendwie so runter. Hier unten ist ja, wenn ich hier so gucke, da ist auch irgendwas. Aber ich kann da nicht hinschießen. Doch, ich kann dann. Doch, ich kann am Portal hinschießen. Warte. Echt? Wo denn? Komm nochmal zurück, bitte. Ach, da bist du ja. Warte. Wenn ich hier jetzt ein Portal mache. Raffiniert. Dann bin ich hier drin. Holzauge, sei wachsam. Insert Disk. Guckst du? Cool. Oh. Do not trust her. Wo denn? Okay. Do not trust her, also aus dem ersten Portal-Game kann ich sagen, das war da auch Do not trust her, weil GLaDOS hat ja am Anfang so ziemlich Honig um den Mund geschmiert im ersten Portal-Teil. Okay. Und dann hinterher hat die hinterhältig gegen dich gearbeitet. So klingt sie auch schon. Du musstest also im ersten Portal-Teil musstest du GLaDOS auch am Schluss bekämpfen. Und okay. Do not trust her security through obscurity. It's our only hope. Security through obscurity. Was heißt das? Sicherheit durch Beobachtung, oder was? Ja, was heißt obscurity? Ist es obskur? Also. Ja, ich weiß nicht. Oder Beobachtung. Na, ist Beobachtung nicht Observation? Ja, eigentlich schon, ne? Security through obscurity. It's our only hope. Okay. Also wir sollen ihr nicht trauen, weil die wird uns wahrscheinlich wieder irgendwie in den Rücken fallen. Ja, mit Sicherheit. Was haben wir denn hier? Wir müssen hier irgendwie eine Disk einschieben. Können wir das? Nee. Okay. Guck, lass mal hier gucken. Was ist das denn hier? Hier ist, kann man hier was drehen? Soll ich da mal drauf drücken? Oh! Ach so, guck mal, du hast einen, ich habe einen. Kann das sein, dass wir die zur gleichen Zeit pressen müssen? Pass mal auf, ich mache hier mal einen Countdown. Und jetzt. Nee. Kannst du einen Countdown setzen? Und go. Huch. Nee, warte mal. Mit was legst du das Ding denn um? Mit, also ich spiele mit dem Gamepad mit X. Okay. Ach so, ich mach das mit E. Okay, alles klar. Siehst du denn den Countdown von mir nicht, oder doch? Da hinten, doch, die Tür war auf. Okay. Aber die geht recht schnell wieder zu.
Nee. Oder nochmal? Wollen wir, komm, wir zählen manuell. 3, 2, 1, los. Jetzt. So, jetzt habe ich da ein Portal gemacht. Ach so, und mach hier ein Portal. Zu. Und wir gehen hier durch. Ja, und ich gucke immer nach irgendwelchen blöden weißen Wänden, wo man Portale durchmachen kann und nicht nach sowas hier. Was ist das geil? Inception, Amok! Yay! Ja, geil, Omar, ey. Also ich habe hier auch wieder so ein Ding. So ein Schalter. Warte, hier aus dem Roten sind wir rausgekommen. So. Nee, da geht die Tür los wieder auf. Okay, hier liegt so eine sehr handliche Laserdisc. Ja, ich glaube, das ist die, ne? Topmodern. Nimm die mal mit. Hat er. Und dann gehen wir hier wieder zurück durch das Rote. Okay, dann schiebe ich die hier mal in die Apparat. Genau, schieb die mal in die Apparat. Dieses Slot-In-Laufwerk. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Ja. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Na super. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Ey! Was denn jetzt? Jetzt hat ihr uns voll demontiert, da mal gerade so auf dem Platz drauf. Ja, die ist ein bisschen machtgeil. Merkst du das? Ja, die ist echt machtgeil, die alte. Tja, wenn ich jetzt sage, typisch Frauen, dann sollte ich mir das am besten verkneifen. Schluss jetzt. Was, wenn das so bleibt? Die Remontageeinheit muss ein Problem haben. Wieso? Machen wir einige Tests und schauen mal. Okay. Waren wir hier nicht schon? Irgendwie schon. Komm, lass noch mal eben hier durchgehen. Oh, wir können noch was machen. Was denn? Wir können lachen. Wie denn? Warte. Ein neues Emoticon. Ich weiß nicht, wie du die setzt. Also hoch, bei mir ist es ja hoch. Das Gamepad und das Analogpad und dann habe ich auf 9 Uhr lachen. Warte mal eben, ich muss mal eben. Ach so, genau. Was habe ich da? Ja, genau, hier. Schön die quietsche Lache. Voll geil, ey. Ach, guck mal, jetzt ist da hinten was offen. Ei. Was machst du denn jetzt? Du warst schon weg. Ich wollte dir High Five geben, aber du warst schon weg. Na dann komm. Na los. Ja. Hier. Warte. Hey. Ja. Halt. Warte. Oh, jetzt habe ich leider. Ich habe einfach. Sorry. Egal. Juhu, ich habe mal gewonnen. Oh Mann, oh. Yeah. So, jetzt einmal High Five. Warte. Hier. Ja. Bam. Bing. So. Jetzt können wir hier wieder durch. Warte mal, was ist denn da hinten? Guck mal. Guck mal, den haben wir doch abgeschlossen. Hier oben ist doch, sind die Balken voll. Und da drüben, wenn Sie mal Ihr Augenmerk da hinten aufrichten möchten, da ist Masse und Geschwindigkeit. Das ist noch nicht voll. Da müssen wir doch bestimmt darüber. Ja. Oder? Können wir jetzt hier einfach durchgehen? Teamaufbau, Abschnitt 1. Wählen Sie den Abschnitt und begeben Sie sich in die Demontagekammern. Soll ich hier mal draufdrücken? Ach so, da können wir durch die Demontagekammern scrollen. Ja, aber, ach so, warte mal. Wenn wir jetzt hier... Ha. Bing. Bong. Hier, gucke. Genau. Guckst du. Vorsichtig, nicht, dass du da runterfällst. Boing. Genau. Ah. Genau. Abschnitt 2, Masse und Geschwindigkeit. Genau. Abschnitt 2 sind wir jetzt drin. Na super. Denn. Ja, komm mal, lass mal wieder demontieren hier. Hüfte wird wieder erneuert, wie immer. Ja, die leiert immer so schnell aus, ne? Das ist echt krass. Mm. Ja, klar, wir laufen auch viel, ne? Stimmt. Du starkst halt so ein bisschen und ich. Also, tippi. Vielleicht werde ich in der Zukunft auch mal ein neues Knie brauchen, aber... Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Da ihr zum Glück keine Menschen seid,
habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Die ist so geil. Die ist echt cool, ja. Wahrscheinlich ist dann die Lobhudelei, ihr sterbt jetzt. Peng, Ende aus. Ja, genau. Pup. So, was haben wir hier? Aha. Okay. Ach, okay. Alles klar. Lass mich raten. Was hier auch in dem Spiel immer noch sehr schön ist, wenn du größere Distanzen überbrücken musst, wie zum Beispiel jetzt von hier oben nach da drüber, dann kannst du das so machen. Wir können hier oben ein Portal setzen und hier unten setzen wir ein Portal. Ja? Ja. Ich springe jetzt hier unten rein und komme dann hier oben raus. Ja. So. Das ist schon schön, aber irgendwie muss ich ja hier auch noch eins setzen, damit wir dann da rüberkommen. Und jetzt musst du mir da oben eins setzen und hier unten eins setzen. Ja, aber wie soll ich denn dann da rüberkommen? Achso, das machst du dann. Das ist ja egal. Pass auf, das machen wir dann so. So, bitteschön. Und wenn ich jetzt hier runterfalle... Ja. Flupp, Hammer. Generiere ich Geschwindigkeit und dann wirst du rüber katapultiert dadurch. Dadurch, dass du halt eine gewisse Distanz runterfliegst. Genau. Jetzt musst du da halt nur hochkommen, ne? Und jetzt mache ich dir hier ein Portal. Und da springst du rein. Kann losgehen? Ja. Banzai! Yay! Cool! Cool, ne? Das ist echt cool, ja. Supergeil. Genau, also immer irgendwie Distanzen überwinden halt mit diesem... Mit diesem Teil. Mit diesen Sprüngen dann da, okay. Genau. Ach Gott. Ach Gott. Guck mal, wir haben hier Plattformen. Ja, ich guck auch gerade. Links von dir, also da hinten, wo ich gerade hinguck, ist auch irgendwie eine Plattform. Und hier muss jetzt so eine Kugel dann rein. Die muss ja irgendwo herkommen. Genau. Und hier oben, siehst du das? Hier ganz oben ist auch noch so ein weißes Feld. Und da müssen wir uns wahrscheinlich darüber schießen lassen. Wahrscheinlich, ja. Genau. Oh Mann, das ist ja echt Hammer. Ich gehe mal gucken, was da oben ist. Hier oben auf der Plattform. Mhm. Flupp. Hier drüben. Also, ne, kannst du gucken, was ich sehe? Ja, ne? Ja, wie war das nochmal? Also, bei mir ist es Y. Warte mal eben. Ne, das ist es nicht. E. Ja, an die Y. F ist es. F, nee, F ist es auch nicht. F ist Fokus. Aber du kannst da ja rüberschießen, ne? Nee. Es ist so, da ist so ein Druckknopf, dass dann da irgendwas ausgelöst werden würde. Ich vermute mal, dass oben diese Kugel runterfällt. Okay, man muss dann. Ach so, kannst du mal. Ja, soll ich das probieren oder willst du das probieren? Du müsstest mir dann bitte hier zu Füßen von diesem Aufzug ein Portal machen und hier oben auf dem Ding, was dass ich rüberkomme. Warte mal, hier, wenn ich dir hier unten eins mache und hier eins mache, dann müsstest du darüber gleiten können. Dann spring mal runter. Tolle Wurst, hat funktioniert. So. Nee, hat nicht funktioniert. Jetzt kommt da irgendwas, aber jetzt warte mal eben, Moment. Was kommt denn? Ja, nee, da hinten ist noch so ein Knopf, da muss ich wahrscheinlich drauf treten. Ja, da musst du drauf, genau. Sehe ich gerade, weil da läuft nämlich auch so eine Leiterbahn quasi lang. Genau, wie komme ich denn da am besten hin? Da komme ich wahrscheinlich durch das. Komme ich durch das da am besten hin? Ja, genau. Hier komme ich dann dahin. Ich kann dir hier unten ja auch noch eins machen. Ja, warte. Ich mach mir hier mal eben eins und hier oben eins. So, und jetzt bin ich auf dem Teil. Ja. Jetzt muss ich Geschwindigkeit generieren, indem ich von hier darüber so. Ah. Es ist so cool gemacht. So. Hihi. Und jetzt kommt so runter die Kugel, genau. Genau. So, jetzt nehme ich mal gerade die Kugel und... Sterbe ich, wenn ich hier runterfalle? Nein. Nö. Huch.
Wunderbar. Genau, dann geht's hier weiter. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ja. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal. Was denn nun? Ihr seid ja gar keine Menschen. Doch. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Ja, du machst es ja nicht. So olle Ziege, echt, das ist ja der Hammer. So geil. Dann denkst du dir auch so, alter Schwede. Ne? Nein, die, die hat echt coole Sprüche drauf. Gib mir Tiernamen. Ja, genau. Mausi. Kratz mich, beiß mich, gib mir Tiernamen. Genau. So, jetzt werden wir hier wieder zerlegt. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Meine arme Seele. Ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ach so. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. Ja, super. Der Seufzer war gar nicht da. Hier, Masse und Geschwindigkeit Level 2 von 8. Was haben wir denn hier? Also wir sollen nichts trinken hier so, ne? Nee, ja, ich habe so ein... Warte mal, ich habe... Hast du richtig Durst? Oh, ich muss mal hier, guck mal. Und wir sollen schwimmen gehen. Nee, schwimmen nicht. Und wir müssen wieder dieses Ding nutzen, von wegen aus hoher Höhe irgendwo in ein Loch fallen, um uns dann wieder rüber zu katapultieren. Genau. So. Guck mal, vor allen Dingen, jetzt sieht es hier in diesem Vorraum so unschuldig aus und hier hast du auf einmal eine riesen Halle. Was kommt denn da runter? Genau. Da kommt so ein Knopf runter. Okay. Ach so. Okay, hier haben wir so ein. Hier ist auch wieder so ein Vorsprungding. Mhm. Wenn du hier raus dich katapultierst, dann fliegst du mal noch mal eine Ecke weiter. Und zwar müssen wir uns da wahrscheinlich über diese Dinge katapultieren. Über dieses Raster hier, was hier aufgebaut ist. Ach, hier ist ja auch noch was. Ach herrje. Was ist denn da? Naja, da ist so eine Trennbarriere. Da kannst du dann ja wieder keine Portale durchbauen. Weißt du? Kannst du wirklich nicht? Wenn ich da eins baue, jetzt spring mal da durch, bitte. Okay, aber irgendwie bei diesen Dingern, glaube ich, wenn einer von uns beiden die aufbaut... Also ich glaube, wenn du hier eins bauen würdest und du würdest dann da durchgehen, durch dieses, dann würde dieses untere... Hilfe! Dieses untere dann irgendwie gelöscht werden. Irgendwie so war das. Ich drück mal hier drauf. Ah, da läuft ein Timer. Genau, und dann müssen wir uns nämlich von hier, von dem hier, rüber katapultieren lassen. Ja, aber auf die andere Seite. Wie kommst du denn da hoch? Jetzt mal und das gefragt. Machst du, indem du hier in dem Teil... Geschwindigkeit generierst. Hä? Das heißt, ich würde dir hier oben jetzt ein gelbes Portal setzen, hier unten ein rotes und du würdest immer durchfallen. Fupp, 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 fupp. Du würdest die ganze Zeit nur durchfallen. Ja. Und dann irgendwann, wenn du Geschwindigkeit generierst, würde ich dir das dementsprechend das rote Portal dann auf dieses andere Teil hier drüben setzen. Hier. Okay. Und dann würdest du, bam, darüber katapultiert. Ja, aber du musst doch vorher dann hier auch noch den Knopf drücken, weil sonst geht's ja nicht. Genau. Okay. Das heißt, einer von uns stellt sich da jetzt rein. Willst du oder soll ich? Genau, stell du dich mal ruhig rein. Machen wir das mal erstmal so. Und dann fällst du jetzt erstmal nur runter. Ja, aber ich muss dann aber stillstehen. Genau, das muss gerade sein. So, und jetzt generierst du Geschwindigkeit, ne? Ja, ziemlich sogar. Genau, jetzt drücke ich auf den Knopf. Und jetzt mache ich das Portal hier hin. Mhm. Hübscher Boden. Kommt nichts, ne? Scheiße. Warte mal. Warte, ich mache noch mal eben. Hilfe! Hey, Hammer! Genau. Das ist ja geil. Das ist mega, oder? Das ist richtig mega. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich darüber? Du wirst den gleichen Knopf da hinten haben. Habe ich auch. Ist genau die gleiche Chose in grün. Genau. Das heißt, ich mache dir hier oben ein Portal. Genau, du musst mir hier erstmal die Portale machen und das dann das...
Eins von den beiden. Ich meine, das wäre das untere. Ich weiß es nicht. Musst du dann ich hier... Glaube, das, ich glaube, das dunkelblaue, damit du da beim Durchfall nämlich hier rüberkommst. Genau. Machen wir mal so. Okay, das war nix. Aha, das war wieder nix. Ach Mann. Ey, hör da auf. Bei dir hat es da gleich funktioniert beim ersten Mal. Versuch nochmal das andere. Du meinst das hellblaue? Erst den Knopf drücken und dann das Portal setzen. Ah, jetzt, ja. Yay! Wo bin ich denn jetzt? Ah, da. Ja, guck, guck. Genau. Sehr geil. Ich habe diesen Test übrigens nur geschaffen, um Testsubjekte versagen zu sehen. Aber nicht uns. Ihr habt es geschafft und seid jetzt sicher sehr, sehr stolz. Ich werde euch die kleinste Trophäe der Welt basteln. Die kleinste Trophäe der Welt, genau. Du kannst mal auf der kleinsten Geige spielen. Ihr meint doch nicht, dass das einen Sinn hat, oder? Doch, wir ärgern dich damit. Du olle Zibbe. Komm, komm, noch einen. Okay. Warte. Super. Richtig geil. Ha, ha, ha. Kennt ihr schon den von der deaktivierten Remontageeinheit? Der war nicht witzig. Apropos nicht witzig, es ist schon ziemlich krass, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Ja, wie viel haben wir? Wir sind schon quasi bei Ende. Ja, gut, dann kommen wir nochmal im neuen Level an. Ja. Häuschen, ne? Gucken mal, was uns da wieder erwartet. Genau, laufen wir nochmal eben übers Laufband. Ruckelt es bei dir auch dann immer in dem Bildschirm? Ja, teilweise. Also die laufen und dann stoppt es mal eben. Ja, ja, und dann ist es kurz mal so. Genau, aber das ist halt oft so. Ich meine, wenn du auch wenn du im Fitnessstudio... Indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Nö. Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Ich hasse dich. Boah, ey, ne, du bist so doof. Echt. Was müssen wir denn hier machen? Wir müssen, also kommen wieder irgendwelche komischen Teile von oben geflogen. Dann müssen wir uns gegenseitig irgendwas angeben. Und genau, wir müssen uns gegenseitig beim Verladen helfen. Genau, wir dürfen nicht ins Wasser fallen und genau. Wir müssen wieder aus hohen Höhen irgendwelche Löcher springen. Genau, Flachkörper. Genau, genau, Flachkörper. Fupp. Okay. Dann ist sogar diesmal unsere zweite Folge schon vorbei von unserem Let's Play Together Portal 2. Und wir werden ein kleines Päuschen machen, fröhlich in der Gegend hüpfen und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit zusammen uns die Level erkunden würdet. In diesem Sinne, macht's gut, bis später, tschüss. Jo, tschüssi.